Wer hätte erwartet, dass wir statt Informationen zum neuen Gameplay-Pack zuerst erste Informationen zu einem kommenden The Sims 4-Set erhalten werden? Mehr dazu in diesem Video. Langsam lässt sich bei den Sets mit den Leaks ein Muster erkennen. Gestern Abend gab es nämlich auf Twitter mal wieder einen neuen Leak eines kommenden Karneval-Sets, das erst in ein paar Wochen veröffentlicht wird. So hat der User Alumia Italia, der auch schon vorige Sets wie das blühende Räume-Set vorher veröffentlicht hat, einen weiteren Screenshot mit seinem Veröffentlichungsdatum geteilt. Auf diesem kann man verschiedene Sims in bunten Karnevalklamotten erkennen, die ebenfalls zum englischen Titel Carnival Streetwear passen. Natürlich wurde sich beim Stil nicht wirklich am deutschen Karneval orientiert, sondern soll wohl eher den brasilianischen Karneval repräsentieren. Lasst euch aber nicht vom Hintergrund ablenken, neue Baumodusobjekte gibt es nämlich nicht. Ein besonderes Highlight ist für mich dieses Gesamtoutfit, welches man auch genauso gut Karnevalsmuffeln perfekt anziehen kann. Ansonsten aber muss ich sagen, dass die Sachen eher karnevalspartymäßig und nicht nach klassischen Kostümen aussehen. Das passt aber natürlich auch zum Namen des Packs. Wir können uns also über ein paar bunte und ausgeflippte Ersteller ein Sim-Modus-Objekte freuen. Der Release-Zeitpunkt wurde hier mit dem 3. Februar angegeben, also in genau 3 Wochen. Das bedeutet also, dass es bis dahin ebenfalls noch ein neues Update fürs Spiel geben muss. Ob hier ebenfalls weiteres neues Gameplay hinzugefügt wird, ist derzeit noch unklar. Sobald es zum insgesamt schon 10. Set für die Sims 4 etwas Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich in einem weiteren Video. Jetzt aber zu weiteren neuen Gratisinhalten, die im Spiel bereitstehen. Die Entwickler haben nämlich am Dienstag einen neuen Sims Delivery Express Inhalt veröffentlicht, bestehend aus einem neuen Gesamtoutfit für Männer und Frauen. Diese stammen aus der koreanischen Kultur und stehen in 4 Blau-, Lila- und Rottönen zur Verfügung. Leider gehören die Schuhe fest zum Outfit dazu, was ich persönlich doch ein wenig schade finde. Es bleibt aber nicht bei den Gesamtoutfits, weiter wurde eine neue Frauenfrisur mit diesem Band hinzugefügt. Und auch ein neues Szenario lässt sich ab sofort spielen, das neues Jahr, neue Ziele Szenario. Mit diesem müsst ihr entweder Level 3 in einer Karriere oder 25.000 Simoleons anhäufen und Level 5 in einer beliebigen Fähigkeit erreichen. Hierfür habt ihr insgesamt bis zum 2. Februar Zeit, gerade da die zu erreichenden Ziele nicht wirklich schwierig sind, sollte das recht einfach in dieser Zeit zu schaffen sein. Wenn ihr wissen wollt, was Micha von simtimes.de und ich zu den angekündigten neuen Inhalten in den nächsten 3 Monaten denken, könnt ihr gerne in die neueste Folge von Sim gehört reinhören. Den Link zur Folge findet ihr wie immer in der Beschreibung. Was denkt ihr zum neuen Karneval-Set? Findet ihr das Thema als 5-Euro-Inhalt okay? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.